Oh. Oh, das ist doch so eine wie die Schlangentochter, ne? Wir sind nur zum Großen. Wer da? Oh, meine Güte. Wir sind zum Groß. Wir sammeln für die Schlaflosen. Also die ganze Widerstand, alles gut, Ihre Gnaden. Sie nickt. Ich bin die Erbsassistentin Elida Welfenhag. Und ihr gehört zum Widerstand? Naja, ich würde eher sagen, wir sind zwei gut aussehende Fremde. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Aber ihr seid göttertreue Menschen. Das ist die Hauptsache. Ein Zwerg und Natürlich. ein Riese. Hör, was, und ein Eisbär, Mira, mein Schatz, komm doch mal her. Hör, was kann man für euch tun? Seid ihr die Begleiter von Iseron? Ja, unter anderem. Oder Isaron Ja. ist die Begleiterin von uns. Also, wie man es nimmt. Ja. Asavo hatte wohl von euch gesprochen. Sie nickt. Gut, wollt ihr uns helfen? Wir wollen das Gold stehlen. Ja, das klingt gut. Welches? Das von dem Unersättlichen. Er will damit einen Drachen kaufen. Naja, Und wir müssen diesen Pakt verhindern. das ist löblich, löblich. Da helfen wir doch gerne. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, dass wenn er das macht, dass der Drache dann die ganzen Bluttempel umbringt? Es geht uns nicht darum, dass die Bluttempler sterben oder... Nun ja. Es geht vor allem darum, dass der Schatz zurück zu Abeb kommt. Nein, Und nein, nein, Lessan nein, Khan nein, ist nein. ein böser Drache, er darf es nicht Nein, bekommen. nein, 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 nein. Also, ja, Lessankan ist ein böser Drache, aber wir wollen auch nicht, dass Apep den Schatz kriegt. Nein, wir wollen das Gold zurück zu Sumo führen. Das ist, was mit dem Gold passieren sollte. Und dann bleibt hier. Viel Erfolg bei eurer Idee. Wie wäre es, wenn ihr euch da drin nicht umbringt? Das wäre sehr klug, ne? Weil. Das dauert nicht mehr lange, dann greift Hafax an. Ja, und dann werdet ihr zerrieben. Richtig. Wir Und wenn... gehen in den Schatten vor. Wenn es dunkel ist, werden wir vorstoßen. Ja, wenn es dunkel ist, kann das schon zu spät sein. Habt ihr mehr Informationen? Naja, Dann teilt sie mit uns. deswegen. Ja, ich würde es lassen, wenn ich du wäre. Genau. Also, hier wird bald einiges losbrechen. Richtig. Also am klügsten für euch wäre, geht jetzt wieder in die andere Richtung, also die Richtung, aus der ihr gekommen seid. Asavo hat Denn nur Gutes von euch berichtet. natürlich, wir wollen Ich euch bin auch ja nichts auch ein netter Böses. Mann. Deswegen glaubt mir, wenn ich euch sage, ihr werdet alle draufgehen. Und wir können es uns ehrlich gesagt nicht erlauben, wenn es ihr alle draufgeht, weil wir noch genug Probleme haben. Dann denkt euch etwas anderes aus, aber das Gold muss entfernt werden. Wir können es auch der Kirche oder einem gewissen Orden spenden. Meinetwegen auch dem Herzog Bernfried von Tobrien. Ja, Boltax, kannst du nicht einfach so ein Erzding beschwören und das macht das Gold dann weg? Ja, das hatte ich ja vor. Ja, dann mach das doch. Genau, wir müssen nur das Gold ist habhaft werden, ne? Ja, kannst du dem nicht einfach sagen, er soll dahin fliegen? Erz fliegt doch nicht. Ihr könnt doch einen Djinn aus Gold herbeirufen. Was haltet ihr Ja, davon? das ist doch die Idee, genau, das meinten wir doch. Wenn wir das Gold haben, rufe ich einen Djinn daraus herbei, dass er es der Mutter Sumo zurückgeben kann. Ja? Sehr gut, dann schleicht gemeinsam mit uns dorthin und beschwört oder herbei, ruft diesen Gold-Djinn herbei und dann stehlen wir ihm das Gold so. Ja, Na Boltax, gut. schleichst du immer noch so gut wie damals? Naja, ich habe den Silenzium. Naja, immerhin. Reicht Was es würde ich denn jetzt dann für noch? Iserun geben? Naja, also wenn ihr ein bisschen wartet, die kommen gleich wieder. Müsst man nicht so schnippisch werden. Ich kann natürlich auch den Silenzium lassen, dann schleiche ich ganz normal. Hm? Nein, ich wollte fragen, ob du noch genug Sternenkraft für beides hast. Ach so, nein. Aber ich habe ja noch den Trank von Isaron. Ja, dann würde ich den Trank vorher trinken, wenn ich du wäre. Das macht Sinn. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, dann würde ich gerne den Würfel auf Aspekt. Geiz.
Ich habe noch 3 ASP. Also ich kann kein Djinn nicht mal mehr ein Elementar rufen. Tja, dann musst du mit Blut zaubern. Ja, Würfel auf Geiz, ob du das überhaupt trinken willst. Hättest du dir halt vorher überlegen müssen. Ja, nein. Er ist ja in Ordnung. Mir fällt schon was ein. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt. Ah, hier auf Nachteil. Dämonen gehen immer. Du musst nur 3-mal ihren Namen rufen. Ja, ich bin geizig. Ja, und Bulldogs? Ach, naja. Kriegen das schon irgendwie hin, auch ohne den Trank. Ja, ich sehe den Trank doch an eurem Gürtel. Ja, aber der ist für den Notfall. Und jetzt ist es ja noch kein Notfall. Okay, Asavo hat nur Gutes über euch berichtet und ihr habt immerhin den schwarzen Drachen umgebracht. Ich werde auf euch vertrauen müssen. Also gut, Sprechen wir im Schutze des Sumpfes. Habt ihr Skier? Nein. Nein. Ich bin übrigens auch nicht der allerbeste. Wie heißt denn so jemand? Meuchler. Ich bin nicht der allerbeste Meuchler, wenn ihr das sucht. Ihr müsst niemanden meucheln. Wir wollen nur das Gold Lessankan abspenstig machen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Beherrscht ihr denn alle Attacken? Ja, selbstverständlich. Na gut. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ja gut, etwas. Ich meine, wir kommen mit, aber ich will nichts versprechen, ne? Dann auf zum Gold. Auf zum Gold. Ihr dürft Skifahren würfeln, um leise zu bleiben. Alternativ schleichen plus 5. Quatsch. Hier kommt der Silenzium. Und zwar... Ach. Ja. Dafür, ich würde mal sagen... 10 Minuten, also 2 Spielrunden. Für eine Gruppe... Größe, ja, ich denke mal, das wird vom Radius auf jeden Fall passen. Schauen wir erstmal. Ja, wie groß ist der Radius? ZFB Stern, also bis zu ZFB Stern halbe kann ich ihn machen, aber brauche ich gar nicht. Also es sind 25 Leute plus ihr 2. Okay. Gut. Dann könnt ihr euch durch den Sumpf hineintasten in Richtung des Lagers. Was natürlich von Zelten umgeben ist, aber an den Marketendern vorbei, versucht verborgen zu bleiben. Die Jäger, die Sumpfkundigen geben euch da auch den einen oder anderen Ratschlag, sodass ihr euch dann von Busch zu Busch hangeln könnt, bis ihr in unmittelbarer Nähe, Entfernung zu den Kutschen seid. Ihr könnt immer noch den großen, riesigen Leib von Lessankan blicken. Ihr wisst nicht, ob er euch schon entdeckt hat oder nicht. Er ist zumindest gerade dabei, immer noch oder schon wieder einige große Tiere zu zerpflücken. Dieses Mal sind es wohl keine Kühe, sondern Schafe, die er da gerade zerbeißt und dem viel Blut, was gerade sprüht. Derweil bei Yalan, du stehst oben im Schlafraum. Was möchtest du tun? Rausklettern hilft nichts, draußen ist zu viel los. In den Schankraum gehen hilft auch nichts, da ist auch zu viel los. Ich verstaue und dann suche mir irgendwie ein Beutelchen, ein Wäschebeutel, die hier ein bisschen rumliegen wird, und verstaue erstmal die Kleidung, die ich mir zusammengeklaubt habe. Kriege ich irgendwo ein paar Handschuhe? Ich nehme auch einen rechten. Einer, ja, du findest einen. Das ist der für den rechten Arm, den du auf den linken ziehst, aber es ist. Nee, ich möchte den schon für den rechten Arm. Also nicht jetzt, aber dann. Ah, okay, ja. Dann täusche ich. Ich kann irgendwie nur, keine Ahnung, eine gebrauchte Unterhose zum Ranstopfen oder so. Ja, okay, ist nicht wichtig. Ja. Das nehme ich erstmal alles und gehe wieder zu meinem Arzt bei den Kameraden, damit er nicht unterdattelt wird. Ja, du sitzt dann gerade, überlegst, was du tun sollst. Du weißt doch nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Da kannst du einen Schatten sehen, der am Kellerfenster auf euch zukommt und das Ganze die Sonne so ein bisschen wegnimmt. Ich drücke ihm gerade noch die eine Nattel in der Hand, die ich ihm gerade reichen wollte. Ich bin gleich wieder da, ja? Drücke ich mich so halb in den Schatten. Es ist ja mittlerweile schon später Nachmittag. Schauen wir erstmal, wer da kommt. Ob das jemand ist, der uns beobachten will, oder? Eine Person in einer schwarz-roten Robe. Ich warte ab. Da draußen ist wer. Ja, jetzt ist es spät. Dann trete ich ans Fenster. So weit genug weg, dass man mich nicht unbedingt am Kragen packen kann. Ja, was wollt ihr? Ich habe euren Garnisonskommandanten hier. Er ist sehr... Sehr gesprächig, schreibt gern Sachen auf. Psst, Yalan, ich bin's. Gott, Abelmir, bist du das? Abelmir, ja. Mein Freund. Ich wusste doch. Ich du rettest mich schon wieder?
Wer ist das? Wer ist dieser Spinner? Alles wird gut. Hier, nimm das. Ich reiche ihm erstmal, bevor ich irgendwas anderes sage, den Schlüssel entgegen. Was ist das für ein Schlüssel? Zellenschlüssel, Handzellenschlüssel. Bewahr ihn einfach auf, falls wir ihn brauchen. Gut. Und wer ist dieser Spinner? Und das ist der Gefangene. Das ist Jalan, der Gefangene. Ich zwinker ihm zu. Ich weiß nicht, ob er das gut sieht im Dunkeln. Ich bin der Garnisonskommandant, der ihn bewacht. Und wir müssen hier ausbrechen. Ich bin Jalam Artesedo. Wie kommt ihr immer zu solchen Personen? Ich will es gar nicht wissen. Haltet euch bereit. Ich guck mal auf die Mauermann und die Stäbe, wie die im Stein verankert sind. Habe mir eine Dattel der Erkenntnis. Die Person reicht dir eine Dattel. Ich schüttel mit dem Kopf. Nein, danke. Nehmt die ruhig. Wir haben noch genug. Hier ist erstmal. Passt auf ihn auf. Wir können auch, wenn du mich... Oh ja, ich verstecke irgendwie... Ich vermute schon die ganze Zeit instinktiv den rechten Arm hinterm Rücken. Wenn du mir ein bisschen helfen kannst, könnten wir auch am ersten Stock aus dem Schlafsack klettern. Wir brauchen einen Ablenkungsmanöver. Warte hier auf das Zeichen. Wir holen dich raus. Hier oder oben? Wahrscheinlich hier unten. Gut, aber denk dran, dass wir zwei Leute mitnehmen. Du weißt wieso. Ihr wollt euch diesen Spinner nicht mitnehmen. Der ist kein Spinner, er ist der Gefangene. Und wir nehmen ihn mit. Hey, du da, Arschloch, was tust du da? Ich weiche sofort vom Fenster zurück. Aber du kannst erkennen, als du dich ruckartig umdrehst, wie in der Gasse einer der Schwerter aufgetaucht ist und wollte wohl gerade pinkeln gehen. Ist jetzt aber dabei, wie er dich sieht, wie du abgeduckt am Kellerfenster stehst, und er begutachtet dich misstrauisch, zieht jetzt sein Schwert. Das ist der Gefangene. Was für ein Gefangener? Ich wollte mich hier erleichtern. Ab auf die Knie mit dir. Zurück in den Matsch, wo du hingehörst. Nun, das wird doch nicht nötig sein. Ich gehe langsam auf ihn zu. Er auf die Knie. Dann würde ich einen Blitz ins Gesicht werfen. Okay. Derweil bei den anderen im Inneren der Burg. Steht immer noch vor dem Putzenglasfenster. Ja. Wisst nicht, was zu tun ist. Auf dem Flur ist gerade niemand, richtig? Zurzeit nicht. Also es gibt immer mal wieder diese Kroborim, diese Flammenschädel von Rühl, die hier umherfliegen und Licht spenden, aber aktuell sind sie wohl nicht da. Unter euch in der großen Halle könnt ihr auf alle Fälle noch hören, wie die Zantim entladen werden und viele Amazonen dreckige Scherze über vor allem Männer machen, über schwache Männer. Ja, dann würde ich mich erstmal in eine Ecke ducken, wovon ich dann nicht mehr durch die Butzenglasscheibe gesehen werden kann. Mir die Rüstung ausziehen und einen Zaubertrank trinken. Gut, ich vertraue auf Isaruns militärische Expertise und lege meine Rüstung auch ab. Schiele mal so ein bisschen, ob man diese Türen verriegeln kann, von innen, von außen, ob es da ein Schlüsselloch gibt. Also zumindest die eine Türe, wo wir in der Nähe waren. Diese Tür kannst du nicht verriegeln, das Treppenhaus sowieso nicht, auch die Treppe zu den Gesinderäumen nicht. Aber wenn du im Inneren wärst, könntest du den Saal sicherlich verriegeln, sodass dann die drei Amazonen von der Galerie nicht reinkommen können. Also quasi die Außentür. Diese hier könntest du verriegeln von innen. Ja, vermutlich unrealistisch, aber schon mal gut zu wissen. Wenn ich damit fertig bin, meine Rüstung ausgezogen und den Zaubertrank getrunken zu haben, mache ich mich daran, mit Zeit lassen, einen Guardianum gegen Dämonen zu sprechen. Ich ziehe meine Säbel und stelle mich vor Isarun, nur für den Fall, dass doch jemand reinkommt und uns entdeckt. Würfel mal eine sinnscharfe Probe. Sulamin, du kannst sehen, wie wohl die Obfrau der schwarzen Amazon aus Mendena an der Treppe steht, an der Gesindetreppe,
und euch dabei zusieht, vor allem Isaro zusieht, wie sie jetzt ihre Rüstung auszieht. Sie nickt euch wieder nur zu. Bleibt dort unten stehen, nickt. Bejahend. Ja, Vertrauen wäre zu viel gesagt, aber es weckt doch eine gewisse Hoffnung, dass sie uns den Rücken frei hält, denn das ist ja auch in ihrem Interesse. Ja, wenn das vollbracht ist, dann bitte ich Sulamin mit einer Geste an mich heranzutreten, umfasse sie dann um die Taille und beginne ein Transversales mit der Modifikation Personen mitnehmen zu sprechen. Damit lasse ich mir auch Zeit. Ich möchte mich hinter die Königin transversalieren. Okay, jetzt bin ich gespannt. 10 Punkte. Dann bekommt ihr beide erstmal Ausdauerschaden. 1W20 plus 5. Minus 10. Minus den Guardianum. Ja, und minus die ZF-Sterne. Also dafür würfel ich einfach einen W20, oder? Genau, einfach ein W20. Wow, kein Schaden. 11 plus... Genau, das sind 6 Ausdauer-Schaden, die du bekommst, also 3 TP, 3 echte. Ich glaube, Guardianum ist Minimum ASP plus ZFP. Die Schildstärke sozusagen. Ja, aber der Guardianum... Und die ASP mal 2. Ach, das war kein persönlicher Schild, ne? Nee, das ist kein persönlicher. Ich will uns beide in dem Guardianum haben. Oh, okay. Ja, dann dafür ist der Guardianum da. Dann könnt ihr die silbernen Fäden abstreifen, die der Limbus nach euch ausgestreckt hat. Und nachdem ihr wieder auf der Realität aufschlagt, steht ihr hinter dem Thron der Königin von Charizat Jadida Sabah Belhalha. Sie wirft auf Gefahreninstinkt. Ist das auf Mut? Ja, ne? Was wird Gefahreninstinkt? Ich glaube, das ist so... Ist eine Gabe, glaube ich. Ja, ist eine Gabe. Einen Moment. Muensch oder sowas. Kann es sein? Ich habe den auf einem Mana-Chars. Moment. Wenn das erste Mut ist, ist das gut, weil sie hat Mut 21. Das erste ist Klugheit. Oh! Es kommt kein Mut im Gefahreninstinkt vor. Das ist Klugheit, dann Intuition. Klugheit 12. Ihr Sinne sagt heute nicht. Ihr riecht diesen ekelhaften Blutgestank, der von ihr ausdünstet, und habt definitiv die Aufmerksamkeit des Belzans. Aber sie selbst ist erst einmal, sie würfelt eine Intuitionsprobe und ist nicht überrascht. Ihr könnt sie nicht meucheln, aber ihr habt jetzt die erste Initiative. Das heißt, wir können einmal angreifen und sie ist dann erst in der nächsten Runde dran, ja? Ja, genau, machen wir so. Denke, beziehungsweise, ihr seid, wir machen das anders. Ihr seid voll orientiert und sie muss selber würfeln. So machen wir das. Denkt dran, dass ein Angriff von hinten um 5 erleichtert ist. Das ist richtig. Also ihr habt eine Erleichterung von 5. Dann ist meine Ini 30. Ja, weil du 2W6 hast, die beide auf 12 liegen. Und diese Runde? 22. Ja, Isaro, du bist immer noch beschäftigt, euch gerade durch den Limbus zu bringen. Da kannst du spüren, wie sie euch wohl entdeckt hat. Und du, ja, Zulamin, du siehst, wie sie wohl gerne schnellziehend ihren Ronderkram rausholen möchte und dann gerne Befreiung schlagen mag. Ronderkram schnellziehen kostet trotzdem eine Aktion. Genau, ja, das ist richtig. Was wir gesagt haben. Ja. Ich bin mir noch unsicher, wer jetzt wann wie dran ist. Du kannst vorziehen, du siehst, sie möchte gerne schnell ziehen und sie möchte gerne Befreiung schlagen. Ja, das möchte ich natürlich gerne verhindern. Hab ich mir gedacht. Kannst du sie entwaffnen? Entwaffnen hat sie nicht. So, was willst du tun? Drei. Warte mal, kann sie das parieren oder wie ist gerade die Situation? Aktuell hat sie noch keine Waffe in der Hand. Gut. Sie ist noch unbewaffnet. Sie kann ausweichen. Dann machen wir einen Wuchtschlag. Plus 5. Ja. Um sie daran zu hindern. Denk dran, dass du eine 5 Erleichterung kriegst. Ach so. Habe ich gerade gesagt.
2. Dann plus die 5. 1. Wuchtschlag 5. Sie hat gesagt plus die 5, also dann 10. Okay, Wuchtschlag 10. Sorry. Das ist gelungen. Dann machst du... Ist da der plus 10 drin? Nein, weil ich einen Fehlversuch gemacht habe. Ein Fehlversuch? Also vielleicht den... ja, ich habe erst einen W6 gewürfelt, versehentlich. Ja, dann bitte normal mit der plus 10 drin. Nein, sie hat zuerst Schaden gewürfelt und danach hat sie erst ihren Angriff gewürfelt. Ihr Angriff ist schon getroffen. Ja, komm, würfel. Die kann halt nicht... Das war der falsche Knopf. Nee, ich brauche ein W6 bitte. W6 für den Schaden. Achso, ich dachte den Angriff nochmal. Nee, da plus, da nee, plus nee. 10, sind wir also bei einer 2 plus 17, sind wir also bei 19. Ja, 19 TP. Die Zone ist wichtig, ich würfel die mal schnell aus, ja? Schlecht. Okay, dann machst du 19 minus den Rüstungsschutz sind 11. Und es ist kein doppelter Schaden, weil du eine nicht-Rondra-heilige Waffe trägst. Dann ist es deine erste Aktion gewesen. Was ist eine Wunde? 11. Was hat sie denn für eine Konstitution? 16. Sie bräuchte eine 19er Konsti und Eisern, damit das keine Wunde ist. Nee, 16. Dann ist das eine. Guck gerade mal, dämonische Waffe, Schutz vor göttlichem Wirken. Nee, dann... Achso, aber sie kann Wundschmerz unterdrücken. Das ist ein Paktgeschenk. Also okay. Sie hat eine Wunde, aber sie kann den Wundschmerz unterdrücken. Ja, aber die Wunde selbst muss sie trotzdem noch ignorieren. Also selbst wäre schon plus 4. Ist das so? Ich mache einfach mal. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich mache einfach mal. Sieht gut aus, alles klar. Ich glaube Wundschmerz ist das, was dich kampfunfähig macht. Gab es nicht noch eine Regelung beim Wuchtschlag plus 10 Wuchtfaktor-Test? Ja, aber ihre Waffe ist geweiht und dadurch befahren und Zerstörung. Ja, stimmt. Ja. Gut, das aber hindert sie das jetzt an ihrer Aktion? An sich nicht, nein. Sie hat den ersten Schlag bekommen. Du bist auf der 30, ne? Mhm. Ja, dann bist du 4 Initiativephasen. Dann hat wenn sie... Wenn du 2 Waffen hast, kannst du deine BHK-Aktion vor ihr durchbringen. Ja, ihre erste Aktion hat sie gemacht, um sich zu orientieren. Das war keine Aktion, das war das Reingehen. Das war das Reingehen in den Kampf. Sie hat eine ganz normale W6 gewürfelt und hat dann eine 6 gewürfelt. Also dementsprechend seid ihr beide auf der 26 drin. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Angriff und dann wird sie machen, was sie machen genau, will. Genau, richtig. Weil deine Grundinitiative höher ist. Gut, dann versuchen wir das gleiche nochmal. Denk dran, dass deine BHK-Aktion maximal eine Ansage plus 4 haben darf. Okay. Also, was machst du? Dann ist es um 1 erleichtert. Richtig? Wenn du 4er Wuchtschlag ansagen möchtest, ja. Ja. Das ist gelungen, dann ein Schaden. Das sind wieder 19, also wieder... Nee, ist nur ein 4er Wuchtschlag. Achso, ein 4er Wuchtschlag. Ja, ist weniger. Das sind 13 minus 8. Ja, es macht nicht mehr viel. Naja, es macht schon etwas. Und dann ist sie dran mit ihrer ersten Aktion. Erste Aktion ist, sie wird ihre Waffe schnell ziehen. Dann hat sie sie zumindest in der Hand. Dann sind erst... Dann ist... Dann sind beide dran. Ich lasse erstmal Iserun dran. Iserun ist mehr als erstes dran. Wie steht die denn zu uns? Also wendet die uns immer noch den Rücken zu? Noch ja, aber sie will sich gleich umdrehen. Habt ihr einen Bonus durch Überzahl oder ist der durch den Zand? Ja, haben sie. Der Zand ist noch nicht drin. Okay. Das ist eine Plus 1 auf die, also eine Minus 1 auf die Attacke. Stimmt, richtig. Wuchtschlag 10. Also erleichtert um 5, erleichtert um 1, erschwert um 4. Wieso 4? Ich habe sie gerade vorgerechnet. Plus 10, erleichtert um 5, erleichtert um 1, erschwert um 4. 1 durch Überzahl. Haben wir gerade drüber gesprochen. Stimmt, die Überzahl, du hast recht. Ja, so oder so geschafft, ist also falsch. Kann sie irgendwas noch machen? Die hat noch nur eine Aktion, oder? Sie hat noch 2 Aktionen. Wenn du ihr den Rücken haust, darfst du nicht parieren. Genau. Ausweichen darfst du. Genau, ja. Sie kann ausweichen, macht sie aber nicht. Dachte ich mir. Okay, das ist eingetragen.
23 minus 8. Helfen wir mal beim Rechnen, sind 15, oder? 15. Dies ist korrekt. Dann ist es wieder eine Wunde. Ich würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, auch wenn sie Wundschmerz unterdrücken kann. Machen wir eine Zone, oder? Genau, machen wir deine Zone. Ja, Kopf oder sowas, dann kommt schon dieser Hund. Natürlich... Schade. Nein, alles klar, Schwerter haben kein Problem. Ja, okay, das ist der andere Arm. Dann kann ich mich jetzt umdrehen. Zu lange davor. Ist das eine Aktion? Ich weiß es nicht. Ja, klar, immer. Okay. Aktion, Position, sie dreht sich um. Warte, erstmal kannst du damit vorher noch. Genau, werde ich in dieser Runde noch angegriffen? Ich weiß nur ihre nächste Aktion, nicht ihre letzte, oder? Sie möchte Befreiung schlagen, also du kannst davon ausgehen, dass das extrem wehtut, wenn du nicht parierst. Sie hat definitiv aggressive Tendenzen. Gut, dann hebe sie die Parade auf, sie dreht sich um und ihre Runde vorher nochmal zuschlagen.